Seit eh und je übt das Wasser, ob See oder Meer, seine Anziehungskraft auf den ferienhungrigen Sommerurlauber aus. Auch außerhalb der Ferien, an Wochenenden, sind unsere Teiche und Seen im Sommer befahren und ihre Ufer bevölkert. Nach Vorliebe und Brieftasche richtet sich die Auswahl in der unübersehbaren Fülle der Wasserfahrzeuge. Jeder sich bietende Quadratmeter wird für ein Bad oder für die so begehrte Bräune genutzt. Spazierengehend oder fahrend werden die Seeufer zum Ausflugsziel Nummer 1 des Bundesbürgers. Strandlokale haben Hochbetrieb. Besitzer und Besucher haben nur einen Wunsch: Sonne. Aber Sonne ist nur äußerlich. Unsere Flüsse und Seen, auch die Meeresküsten, werden immer schmutziger. Wir sehen es nur nicht. Überall in der Bundesrepublik sind die Gewässer überfrachtet mit Abwässern, mit Dreck, Fäkalien und Industrieabfällen. Die Verschmutzung übersteigt alle Vorstellungen. Zum Schmutz kommt der Lärm. Bieten unsere Wasserhäute wirklich noch Erholung? Am meisten wohl abseits des Wohlstandsrummels. Zugegeben, es gibt nicht mehr sehr viele Plätze wie diesen. Aber oft sind sie auch nur nicht entdeckt oder zur falschen Tageszeit besucht. Der Bisam am Ende seiner Nachtarbeit. Das junge Teichhuhn noch vor Sonnenaufgang. Sie können es mir glauben, so still ist es um 4 Uhr morgens auf einem Gewässer, auch in unmittelbarer Nähe einer Großstadt. Nur die Stimme des Teichrohrsängers klingt aus dem Schilf. Die Landschaft, die tagsüber angefüllt ist mit Krach und Lärm, scheint wie verzaubert. Jetzt kann der Spaziergang zum Erlebnis werden. Da, eine Reiherente mit ihrem Nachwuchs. Die Jungen müssen gerade geschlüpft sein. Die Kleinen scheinen ängstlich, als die Mutter zum ersten Mal taucht. Das kennen sie noch nicht. Die Tauchente holt Nahrung bis zu 2 Meter tief vom Grund. Aber schnell ist die Familie wieder vereint. Diese vielleicht 24 Stunden alten Küken der Moorente stammen wohl von einem Zweitgelege. Die Moorente brütet früher als die Reiherente. Entenküken auf der Insektenjagd. Die Nachbarskinder aus der ersten Brut sind dagegen schon kräftig gewachsen. Sie mögen 3 bis 4 Wochen alt sein. Nach dem Tauchen steht sorgfältige und ausgiebige Gefiederpflege auf dem Stundenplan. Auch die Moorente gehört zu den Tauchenten. In Westdeutschland ist die Moorente nur selten als Brutvogel anzutreffen. Westlich der Elbe kommt sie nur vereinzelt und lokal begrenzt vor. Sie überwintert im Mittelmeergebiet, in Nord- und Zentralafrika, in Asien und in Indien. Für die meisten Spaziergänger wird auch die Moorente nur eine Wildente sein. Sicher wissen nicht viele, dass 11 Entenarten bei uns brüten, aber das ist auch nicht so wichtig. Wichtig scheint mir, dass der Artenreichtum auch bei den Entenvögeln erhalten bleibt
und unsere Gewässer dadurch vielgestaltiges Leben behalten. Den Stockerpel werden Sie zu dieser Zeit wohl kaum wiedererkennen. Er hat sein Prachtkleid verloren. Jedes Jahr im Sommer mausern die Enten und sind dabei mehrere Wochen flugunfähig. Der Höckerschwan. Einzelne Paare brüten auch in der Wildnis. Vor Zeiten mag es sich dabei wirklich um wilde Schwäne gehandelt haben. Jetzt sind es durchweg verwilderte Nachkommen unserer Parkschwäne. Wenn Sie sich ganz still verhalten und mit einem Fernglas den Schilfgürtel absuchen, entdecken Sie vielleicht, verborgen in dichter Ufervegetation, das Blässhuhn mit seinen frisch geschlüpften Jungen. Blässhühner sind bis zu einem gewissen Grad Allesfresser. Insekten, Muscheln, Schnecken, Algen und Pflanzen. Während das Weibchen die Jungen im Nest betreut, sorgt das Männchen für Futter. Deutlich kann man die Futterübergabe und die Weitergabe an die Jungen beobachten. Blässhuhnküken verlassen frühestens nach 15 Stunden, mitunter aber auch erst nach 3 bis 4 Tagen das Nest. Die Rotfärbung von Kopf und Schnabel liefert bei der Fütterung wahrscheinlich Signalreize. Auch der weiße Schnabel des Altvogels kann Auslöser für die Pickreaktion der Küken sein. Nach 8 Wochen werden sie flugfähig und völlig unabhängig sein. Trotzdem bleiben sie noch lange im elterlichen Revier. 4 bis 5 Wochen lang sind sie auf die Fütterung durch die Alten angewiesen. Leicht zu unterscheiden vom Blässhuhn ist eine andere Rallenart, das Teichhuhn. Sein Nest steht oft im oder über Wasser und ist nur schwer zu entdecken. Das Revier und den Nistplatz bestimmt immer das Männchen. Auffallend ist die rote Stirnplatte und die gelbe Schnabelspitze. Auch die Teichhuhnküken werden mehrere Wochen gefüttert. Jetzt im Juni ist Hochbetrieb in allen Brutgebieten. Auch der Haubentaucher, der größte unter den heimischen Taucherarten, betreut sein Gelege. Wie der Graureiher lebt auch der Haubentaucher nur zum Teil von kleinen Fischen. Alles ist bei ihm an das Leben im Wasser angepasst. Während bei allen anderen Wasservögeln die Nester trocken sind, sind sie hier durch und durch feucht. Faulende Pflanzen färben die Eier rötlich-braun. In der Nähe des Tauchernestes eine Rarität, die Zwergrohrdommel. Im Gegensatz zu den Enten- und Rallenarten legt der Haubentaucher nur 3 bis 4 Eier. Er scheint also wenig natürliche Feinde zu haben, wenn er mit einer so geringen Kükenzahl seinen Bestand erhalten kann. Der Mensch ist wohl sein größter Feind. Früher wurde die atlasglänzende Unterseite zu Pelzwerk verarbeitet. Heute sieht ihn der Fischteichbesitzer nicht gern. Wie alle jungen Vögel sind auch die Küken des Haubentauchers recht wärmebedürftig. Sie suchen im Gefieder der Altvögel Schutz. Die Streifenzeichnung ihres Kopfes ist wohl auch eine Signalfarbe für die Eltern bei der Fütterung. Aber zurück zu dieser Seltenheit. Die Zwergrohrdommel, dies ist ein Jungvogel, ist die kleinste unserer Reiherarten. Sie wiegt nur 140 Gramm und wird oft auch als Zwergreiher bezeichnet. Auch sie erbeutet wie der Haubentaucher kleine Fische, lebt aber auch wie dieser von anderem kleinen Getier zwischen Schilf und Rohr. Das ausgewachsene Männchen ist auffälliger gefärbt. In eine gesunde See- und Teichlandschaft gehören, ob sie nun Fische fressen oder nicht, Haubentaucher und Rohrdommel neben vielen anderen Bewohnern dieses Biotops. Wir können nicht alles nur nach unserem Nutzen und Schaden beurteilen, uns nur nach der Brieftasche richten.
dann gäbe es auch keine Iltisse mehr. Sie zählen zum Raubwild und ernähren sich unter anderem von Tieren, die auch auf unserem Speisezettel stehen. Diesen beiden Jungtieren scheint es zu schmecken. Ich habe Ihnen nur einige Tiere unserer Wasserlandschaft vorgestellt, nur Beispiele. Trotz Lärm und Rummel gibt es auch bei uns noch verschwiegene Tümpel, flache, nicht befahrene Flussarme und ruhige Seebuchten. Man muss nur Geduld haben und früh aufstehen. Das sichtbare Tierleben spielt sich bei uns vorwiegend in den frühen Morgenstunden ab. Dann wird man sich auch an den kleinen Dingen erfreuen können. An der Prachtlibelle zum Beispiel. Oder an der großen Vierflecklibelle. Libellen sind von Wärme und Wasser abhängig. Nur bei Wärme sind sie aktiv und nur im Wasser kann ihr Nachwuchs gedeihen. Farbenprächtige und elegante Erscheinungen in unserer Insektenwelt. Weniger elegant, wenigstens aus unserer Sicht, der Laubfrosch. Ein Artist unter den Fröschen. Es gibt nichts, was er nicht erklettern kann. Die Wasserfrösche veranstalten in lauen Sommernächten ein lautschallendes Konzert. Will man die Froschjagd beobachten, darf man sich nicht rühren. Trotz allen Eifers sind Frösche so wachsam, dass sie jeden Störenfried sofort bemerken. Schmetterling steht nicht auf der Speisekarte. Oberseits gelb bis schwarzbraun, die Grasfrösche. Kein sauberer Teich und Tümpel ist ohne die braunen oder grünen Quaker denkbar. Begegnung zwischen Frosch und Schnecke. Zufall auf einem Spaziergang. Keiner will weichen. Oder gibt der Klügere doch nach? Für viele Tiere sind Kaulquappen oder ausgewachsene Frösche eine wichtige Nahrung. Auch für die hier insektenfangende Ringelnatter. Die Schlangenangst sitzt tief im Menschen. Darum wird auch die völlig harmlose Ringelnatter seit eh und je sinnlos verfolgt. Trotz ihrer auffallend großen gelben Mondflecken am Kopf wird sie mit der Kreuzotter verwechselt. Sie liebt das Wasser. Man könnte sie als Wasserschlange bezeichnen. Die Kreuzotter dagegen liebt trockenes Land. Die Männchen sind vorwiegend grau, die Weibchen braun getönt. Aber bei allen Variationen ist fast immer deutlich das dunkle Zickzackband auf der Rückenmitte erkennbar. Diese beiden Aufnahmen machen deutlich, wie unterschiedlich eine Kreuzotter gefärbt sein kann. Ihre Beute sind vor allem Mäuse. Sie kann aber weder springen noch einen Lederschuh durchbeißen. Und sie verfolgt den Menschen auch nicht. Im Gegensatz zur Ringelnatter, die Eier legt, bringt die Kreuzotter im August-September lebende Junge zur Welt. Wenn die Menschen mehr von Fauna und Flora wüssten, wenn die Zusammenhänge in der Natur bekannter wären, dann wäre wahrscheinlich mancher Fehler vermieden worden. Dann wäre zum Beispiel nicht um die Jahrhundertwende der Bisam nach Europa gebracht worden, der bei uns als Schädling gilt. Wenn Sie so etwas auf dem Wasser sehen, abgebissene Stängel und Wurzelteile von Wasserpflanzen, dann können Sie sicher sein, dass dort Bisam leben. Je nach Stärke des Vorkommens findet man auf Teichen und Tümpeln diese Spuren ihrer nächtlichen Arbeit, sogenannte Fraßinseln. Am Tage ist der Bisam nur selten zu beobachten. Er sieht nicht gut.
hört und wittert aber ausgezeichnet. Er schwimmt und taucht vorzüglich. Als reiner Pflanzenfresser wäre er für manchen von der Verschilfung bedrohten Teich durchaus nützlich. Aber er richtet durch seine Wühlarbeit großen Schaden an. Dämme und Deiche unterwühlt er. Sogar die Deichsicherung der Küste gefährdet er. Darum muss der Bisam bekämpft werden. Ausrotten können wir ihn bestimmt nicht mehr. 3-mal im Jahr wirft das Weibchen 5 bis 7 Junge. Weil er zu wenig natürliche Feinde bei uns hat, vermehrt er sich ständig. Seeschwalben kommen nicht nur an den Küsten vor. Flussseeschwalben brüten auch im Binnenland. Auch die Lachmöwe hat ihr Gelege an Binnengewässern. Im Winter ist sie schneeweiß gefärbt, jetzt im Sommer leuchtet ihre Kopfplatte dunkelbraun. Der Schnabel ist kräftig rot. In den ersten Tagen ihres Daseins hocken die kleinen Dunenjungen in den Nestmulden. Lautstarken Streit gibt es in den großen Kolonien. Die Reviere sind genau abgegrenzt. Der erste Ausflug wird zu einem großen Erlebnis. Und macht sehr müde. Unter Aufsicht der Eltern wagt man sich an die größten Hindernisse. Freilich, mit dem Wort Möwe verbinden sich für die meisten von uns die Begriffe Meer und Küste. Wenn Sie im Sommer an der Küste oder auf den Inseln Ihren Spaziergang machen, sollten Sie sich nicht nur an der Brandung, an Ebbe und Flut, an Strand und Sonne erfreuen, Sie sollten auch etwas wissen über das Vogelleben in dieser völlig anderen Umwelt. Besonders deshalb, weil gerade hier von unwissenden Spaziergängern viel falsch gemacht wird. Bei aufkommender Flut zeigt sich im Watt ein reichhaltiges Vogelleben. Bunt gefärbt die Brandgänse. Schwarz-weiß mit rotem Schnabel und roten Beinen die Austernfischer. Man nennt sie die Herren im Frack. Im Schlick des Watts suchen sie nach Würmern. Aufgeregt umkreisen sie jeden Störenfried. Sie haben jetzt ihre Jungen zu versorgen. Die kleinsten unter den Seevogelküken sind die Seeregenpfeifer. Das Ei wiegt nur wenig mehr als ein halbes Gramm. Das zweite Küken ist gerade geschlüpft. Der Altvogel ist kleiner als ein Sperling. Die Elterntiere dürfen jetzt nur für kurze Zeit das Nest verlassen. Wärme ist während des Schlüpfens das Wichtigste. Unser wohl häufigster Wasserläufer ist der hochbeinige Rotschenkel. Sein Junges ist schon selbstständig auf Nahrungssuche. Sauber wird der Wurm abgespült. Das Dunenjunge der Küstenseeschwalbe noch etwas unbeholfen. Es wird von den Eltern tapfer verteidigt. Diese Bilder zeigen deutlich, dass auch Vogeleltern erst lernen müssen, was ihre Jungen brauchen. Dieser Fisch ist viel zu groß. Die Küstenseeschwalben haben vorher nur für sich selbst gefischt und müssen nun erst Erfahrung sammeln. Aber bald ist kleines Futter da.
Würde man dieses Bild vermenschlichen, man könnte von Mutterliebe sprechen. Säbelschnäbler brüten sowohl an der Küste als auch an salzhaltigen Gewässern des Binnenlandes, am Neusiedler See zum Beispiel und in Ungarn. Unverkennbar das schwarz-weiße Gefieder und der nach oben gebogene lange Schnabel. Der Bestand an Brutpaaren hat bei uns wieder zugenommen. Diese erfreuliche Bilanz kann man leider nur selten ziehen. Manche Vogelarten sind aus einigen Brutgebieten ganz verschwunden. Nicht nur die Zerstörung der Küstenlandschaft durch die Industrie, auch viele Ferienbesucher sind oft schuld am Tod der Jungvögel. Wer auf eigene Faust Vogelschutzgebiete durchwandert, zertritt leicht Gelege und stört vor allem die schützende Brutpflege. Wenn Sie helfen wollen, unsere gefährdeten Vogelbestände zu erhalten, bleiben Sie den Kolonien fern. Oder schließen Sie sich einer Führung durch den Vogelwart an. Beachten Sie in jedem Fall die wenigen noch verbliebenen Naturschutzgebiete. Aber auch im Binnenland, dort wo vielleicht kein Schild steht, wo bunte Wiesen sich ausdehnen, sollten Sie im Sommer Ihre Schritte überlegen. Jeder Quadratmeter der nicht gerade bearbeiteten Fläche unseres Kulturlandes, jedes Stückchen Landschaft, das noch Schutz bietet, ist voller Leben. Es gibt ja nicht nur große Tiere. Auch Pflanzen auf dem Höhepunkt ihres Blütenzaubers und die Welt der Insekten können uns bezaubern. Wir müssen nur wieder sehen und entdecken lernen. Den Klatschmond kennt wohl jeder. Den kleineren Sandmohn auch, die Blüte des roten Klees, auf den Disteln die Heuschrecken. Wenn man mit den Fühlern den Konkurrenten nicht vertreiben kann, versucht man es mit den Beinen. Wenn Sie auf Ihrem Spaziergang das vielgestaltige Insektenleben aus der Nähe betrachten, denken Sie doch einmal daran, dass es allein von den Schmetterlingen 140.000 Arten gibt, von den Käfern 280.000, von Wespen, Bienen und Ameisen 115.000, von Fliegen, Mücken und Schnaken 90.000, insgesamt mehr als 700.000 Insektenarten auf unserer Erde mit den absonderlichsten Namen. Die Bläulinge, das Widderchen, das Landkärtchen, der Kaisermantel. Der Mensch teilt seinen Planeten mit diesen kleinen Kreaturen, doch gibt es viel in deren Leben, was ihm immer noch ein Rätsel bleibt. In der Nahrungskette der Natur stellen die Insekten einen großen Anteil. Ohne sie wäre die Existenz vieler Gefiederter nicht möglich. Wenn man durch Wälder und über Wiesen spaziert, ist man sich des dauernden Nahrungskampfes unter den Tieren kaum bewusst. Die Uferschnepfe sucht mit ihrem langen Stecher wie mit einer Sonde nach Nahrung, nach Würmern. Der Graureiher ist auf Frosch- oder Mäusejagd. Von der intakten Nahrungskette hängt es ab, ob unsere Landschaft tierreich und damit gesund ist. Für den Weißstorch ist unsere Landschaft krank. Verdrahtungen versperren dem Segelflieger den Weg. Entwässerungen entziehen ihm die Nahrungsgrundlage. Und vergiftete Flüsse und Seen vernichten seine Nachkommenschaft. Von Anfang Juni bis Ende Juli können Sie dort, wo es noch ein Storchennest gibt, auf dem Spaziergang die Aufzucht der Jungen leicht beobachten. Diese hier sind 14 Tage alt. Die vorverdaute Nahrung wird von den Elterntieren ausgewürgt. Da der Storch auch tote Fische aufnimmt, zum Beispiel vergiftete aus unseren Flüssen, kommt auf diesem Weg das Gift zu den Jungstörchen. Die Jungen haben jetzt noch weiße Erstlingsdunen.
schwarze Schnäbel und kurze, rosige Beine. Erst wenn sie 3 Wochen alt sind, werden sie im Horst stehen können. Für die Altstörche wird es immer schwieriger, auf unseren Wiesen die geeignete Nahrung zu finden. Lange müssen sie oft suchen. Wie der Spaziergänger lange suchen muss, bis er vielleicht seinen Kindern einmal einen Storch zeigen kann. Wenn die Jungstörche dann Mitte Juli 6 Wochen alt sind, geht die Fütterung schon wesentlich temperamentvoller vor sich. Während sie zuerst Würmer, Schnecken und Insekten erhielten, werden sie jetzt mit Fröschen, Eidechsen, Schlangen, Mäusen, Maulwürfen und Fischen gefüttert. Schlechtes Sommerwetter hat hier das Gefieder schmutzig gefärbt. Auch durch ungünstige Witterung können Verluste entstehen. Ende Juli sind die Jungstörche dann 8 Wochen alt und die Elterntiere haben es immer schwerer, ausreichend Nahrung herbeizuschaffen. Sie brauchen viel. Im August werden sie sich dann auf den Wiesen versammeln und bald den risikovollen Flug in den Süden antreten. Nur wenige von ihnen werden wir wiedersehen. Aber wir müssen uns wohl daran gewöhnen, dass vieles in unserer Landschaft seltener wird. Auch der Waldspaziergänger merkt es mehr und mehr. Die Früchte des Waldes werden weniger. Im Juli ist Blaubeerzeit. Sicher hat niemand etwas dagegen, wenn sie sich am Wegesrand der mühevollen Arbeit unterziehen. Für größere Mengen aber oder für das Durchkämmen ganzer Waldteile brauchen sie einen Bärenschein. Nicht, dass man ihnen die Früchte nicht gönnt oder bezahlt haben will. Es geht um die unkontrollierte Störung der Wildeinstände. Jeder sollte dafür Verständnis haben und am Wegesrand seine Blaubeeren pflücken. Wenn sie es behutsam machen, werden sie vielleicht auch Meister Lampe dabei entdecken. Oder die grauen Flitzer, Jungkaninchen beim Spiel. Mümmelmann verschafft sich Witterung. Die letzten Stunden des Tages gehören zur Hauptäsungszeit des Wildes. Das sollten Sie bei Ihrem Spaziergang zu dieser Zeit berücksichtigen. Auf den Wegen bleiben, leise sein und wenn Sie sich zur Beobachtung einmal angesetzt haben, sitzen bleiben, bis das Wild nach der Äsung wieder verschwunden ist. Stehen Sie früher auf, vergrämen Sie das Wild an diesem Platz. Außerdem vernehmen Wildtiere das geringste Geräusch und jede fremde Witterung. Schauen Sie nur, die Bewegung der Löffel, der Ohren. Das Wildtier ist immer fluchtbereit. Mehr als ein Zufall, ein großes Wiesel zu sehen, ein Hermelin. Im Winter ist es weiß gefärbt, seine Beute ist eine Erdmaus. Es ist ein Jungtier. Ebenso Zufall ist es, heute bei Tageslicht auf einen Dachs zu treffen. Er ist selten geworden. Und er ist dort Nachttier, wo er viel beunruhigt wird. Wo ist das heute nicht der Fall? Wird er nicht gestört, kann man ihm auch gelegentlich bei Tage, sogar unter Mittag begegnen. Diese beiden Jungdachse sind offensichtlich auf Nahrungssuche. Ihr Speisezettel ist reichhaltig. Er reicht von Wurzeln, Baumfrüchten und Beeren über Mäuse, Frösche und Schlangen bis zu den Jungvögeln der Erdbrüter und Junghasen. Alles Lebende, dessen er habhaft werden kann, wird gefressen. Dachse gehören zur Familie der Marder.
Was Tageszeit und Fraß anbetrifft, da ähnelt der Dachs dem Schwarzwild, den Wildschweinen. Auch ihnen kann man in ruhigen Revieren durchaus mal bei Tag begegnen. Auch sie leben von pflanzlicher und tierischer Nahrung, wie das Hausschwein. So ist auch das Schwarzwild Allesfresser. Die Frischlinge, die Jungtiere, sind bis zum Hochsommer kräftig gewachsen. Aber noch immer zeigen sie deutlich ihre Streifenzeichnung. Das Zusammenleben zwischen dem Muttertier, der Bache, und den Frischlingen dauert bis zum Dezember, Januar. Dann werden sie selbstständig sein und sich in sogenannten Überläuferrotten zusammenschließen. Sauen, wie der Jäger das Schwarzwild nennt, wittern und hören ausgezeichnet. Um sie zu beobachten, muss man schon mit einem jagdlichen Führer auf einer Kanzel oder einem Hochsitz ausharren. Viele Versuche sind oft nötig, bis man die Schwarzkittel dann endlich einmal vor sich hat. Spiel und Raufereien sind bei den Frischlingen an der Tagesordnung. Man kann häufig mehrere Familien zusammen sehen. Eine Vorbedingung dafür scheint zu sein, dass die Frischlinge etwa gleich alt sind. In seinem eigentlichen Lebensraum, im Wald, ist das Schwarzwild durchaus nützlich. Durch sein Brechen wird der Boden aufgelockert. Schäden richtet es nur dann an, wenn es zur Futtersuche auf die Felder zieht. Gänzlich unschädlich ist dagegen das Rehwild. Tierschutzpolemiker verkünden eifrig, dass jährlich 500.000 dieser zierlichen Geschöpfe von Jägern totgeschossen werden. Das klingt grausam. In Wirklichkeit wäre es viel grausamer, das Rehwild nicht planmäßig zu bejagen. Denn Überbevölkerung, Hunger und Seuchen wären die Folge. Die Jagd ersetzt die natürliche Auslese, die früher das große Raubwild besorgte. So sieht die Wahrheit aus. Das Gehörn des Rehbocks ist jetzt ausgereift. Es ist blank. Anders das Geweih des Dammhirsches. Es ist noch von Bast umschlossen. Er hat seinen Kopfschmuck ja auch erst Monate später abgeworfen als der Rehbock. Dieser junge Hirsch hat vermutlich eine Stange abgebrochen. Es wächst nur ein Knubbel nach. Im nächsten Jahr wird er aber wieder ein einwandfreies Geweih entwickeln. Wenn der Geweihaufbau im August beendet ist, trocknet die Basthaut ein und wird abgefegt. Die Kälber des Dammwildes werden etwas später gesetzt als die Kitze des Rehwildes. Sie sind noch nicht so kräftig entwickelt. Wie die Ricke ihr Kitz ablegt, wenn sie zur Äsung zieht, so legt auch das Dammtier sein Kalb ab. Es folgt der Mutter in der ersten Zeit nur auf engstem Raum. Auch hier die Bitte an den Spaziergänger: niemals ein Jungtier anfassen oder gar mitnehmen. Das Muttertier ist immer in der Nähe, auch wenn sie es nicht sehen. Das Kalb oder Kitz ist nicht verwaist, wie viele glauben. Der Wedel, wie man den Schwanz beim Dammwild nennt, ist ein untrügliches Kennzeichen für diese Wildart.
Obwohl wir nur 3 Hirscharten in Deutschland haben, denn auch das Rehwild gehört zu den Hirscharten, und obwohl es sich um die größten Tiere unserer Wildbahn handelt, wird Rot, Damm und Rehwild oft verwechselt. Darum zeige ich Ihnen nacheinander diese 3 Arten. Hier das größte Wild, der Rothirsch. Auch sein Geweih ist jetzt noch im Bast. Es wird aber 4 Wochen früher als beim Dammhirsch fertig ausgebildet sein. Auch die Kälber des Rotwildes sind gefleckt. Diese Kälberflecken werden aber bereits nach wenigen Wochen durch nachwachsendes Haar überdeckt. Mehrere Mütter mit ihren Kindern nennt man ein Kahlwildrudel. Erst zur Brunftzeit im September kommen die Geweihten, die Hirsche, dazu. Das Rotwild lebt bei uns nicht nur in der Ebene und im Mittelgebirge, es ist auch im Hochgebirge zu Hause. Wie das Meer, so ist auch das Hochgebirge im Sommer Anziehungspunkt für viele Ferienbesucher. Der Spaziergang in alpiner Landschaft wird sicherlich auch für Sie interessanter, wenn Sie mehr über die dortige Fauna und Flora wissen. In der farbigen Pracht der Blumenfülle auf den Almwiesen wachsen viele Pflanzen, die unter Naturschutz stehen. Achten Sie bitte auf einige Beispiele. Dunkelrot die Alpenrose. Tief dunkelblau der stängellose Enzian. Mit großen Blüten der gelbe Enzian, Lieferant für den Enzianschnaps. Im Juni, Juli blüht auch die Türkenbuntlilie. An felsigen Hängen die Silberdistel. Die Wollkratzdistel als einzige der hier gezeigten Pflanzen nicht geschützt. Unsere schönste Orchidee, der Frauenschuh, natürlich absolut geschützt. Von Gartenfreunden bedroht und vielerorts schon restlos ausgerottet. Vernichtet wie auch das Edelweiß. Der Gast aus der Stadt blickt mit Neid auf den klaren Gebirgsbach, wenn er an sein geklortes Trinkwasser denkt, das vielfach aus abwasserverseuchten Flüssen stammt. Wasserwirtschaftler schätzen, dass in den nächsten 15 Jahren klares Gebirgsquellwasser teurer werden wird als eine Flasche guten Weins. Nur dort, wo klares, reines Wasser ist, können Feuersalamander leben. Die jungen Tiere wachsen im Wasser heran. Seine grellen Schreckfarben sollen seinen Feinden anzeigen, dass er nicht schmeckt, dass er ungenießbar sei. Trockenen Boden bevorzugen dagegen die Zauneidechsen. Sie sind im Gegensatz zum Feuersalamander ungeheuer flink. Nichts für Schmetterlingssammler. Eine große Seltenheit. Der Apollo-Falter steht unter Naturschutz. Wenn man höher hinaufsteigt, aber nur mit erfahrenem Bergführer, kann man eine Tierwelt beobachten, die dem Flachländer völlig fremd ist. Am bekanntesten ist noch das Gamswild. Seinem Lebensraum entspricht die kraftvolle Gestalt. Sein Kopfschmuck, die Krucken, die auch die weiblichen Tiere tragen, besteht aus Horn und wird nicht abgeworfen. Die Gamsgeiß setzt in der Regel 1, seltener 2 Kitze. Den größten Teil des Jahres leben die Gämsen in größeren oder kleineren Gemeinschaften. Im Rudel sind Geißen jeden Alters, Kitze und auch jüngere Böcke. Wer hat schon einmal diesen putzigen Kobold aus der Nähe gesehen? Murmeltiere sind Höhlenbewohner. Sie leben im Sommer in kürzeren Bauen im Geklüff, die sie bei Sonnenaufgang zur Äsung verlassen.
Ihre Nahrung besteht aus Alpenpflanzen und ihren Wurzeln. Vorratswirtschaft, aber nicht zum Fressen, sondern zur wärmenden Auspolsterung der Höhle im Winter. Sie lassen das Gras oft abgebissen liegen und tragen es erst ein, wenn es zu Heu getrocknet ist. Die Jungen glauben, es wäre was zum Naschen. Aber das Elterntier gibt es nicht her, es kommt in die Höhle. Ein ganz seltener Anblick. Ein Murmeltier auf einer Legföhre, einer Zwergkiefer. Es ist der Wachtposten. Solange er kein Signal gibt, kann die Familie unbesorgt sein. Sie leben ja gesellig, familien- und rudelweise. Hat er aber einen Störenfried entdeckt, gibt er sofort Signal. Aufmerksamkeit beim Rudel. Schließlich Flucht in die Höhle. Die Gipfelregionen der Alpen sind eng umgrenzte Lebensstätten. Hier sieht man die taubengroße Berg- oder Alpendohle. Und auf schwindelnden Graten den Alpensteinbock. Dieses herrliche Bergwild, das früher im gesamten Alpengebiet heimisch war, wurde fast gänzlich ausgerottet. Nur an einer einzigen Stelle hat sich das Steinwild seit Urzeiten gehalten, im italienischen Gran Paradiso. In dieses schwer zugängliche Gebiet hatten sich geringe Reste vor der Verfolgung des Menschen gerettet. So blieb der Alpensteinbock vor vollständiger Vernichtung bewahrt. Nach den bisherigen Ergebnissen der Wiedereinbürgerung, auch im deutschen Alpenland, scheint eine weitere Vermehrung und Ausbreitung dieses urwüchsigen Wildes möglich zu sein. Dies Beispiel macht deutlich, wie schnell eine Tierart völlig ausgerottet sein kann. Die Hochgebirgslandschaft scheint uns heute vergleichsweise wenig umweltgefährdet zu sein. Aber was morgen ist, wissen wir nicht. Ich wäre froh, wenn unsere und Ihre Spaziergänge zu der Erkenntnis beitragen würden, dass wir alle gemeinsam und jeder Einzelne für sich mitverantwortlich sind für die Erhaltung oder die Zerstörung der Natur, in der und mit der wir leben. Und wenn der Irrglaube vieler Leute endlich ausgerottet würde, dass unsere Natur unerschöpflich sei.